Ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Dragon Quest 4. Wir befinden uns auf dem Bazar. Ich habe gelevelt. Ich habe gelevelt und ich war noch mal einkaufen. Ich habe alles ausgerüstet, was ich haben kann. Alles das Beste an Verteidigung, an Rüstung, sowie das Beste auch an Angriff in den Waffen. Und ich habe nochmal meine Vorräte aufgestockt mit Heilkräutern gegen Gifte und Mondrautenknolle, die auch vor Lähmung schützen. Und ganz gedöns. So, im letzten Part wurde uns gesagt, wir sollen auf unser Nachhause zurück, zu unserem Vater. Da ist irgendwas passiert. Der hier, der hat gesagt, geh mal schnell zurück. Das werden wir auch tun. Wir müssen nur einmal Magie wirken. Wir können ja hier tatsächlich, Entgiftung haben wir auch gelernt, stimmt? Das habe ich komplett vergessen. Egal, Teleportation können wir nach Samoska zurück. Genau. Dort haben wir ja das Abenteuer gestartet, ne? Ich habe bis Level 12 habe ich gelevelt. Also wir sind gut dabei. Ne? Damit ihr euch hier bitte wissen, damit ihr Bescheid wisst. Ich bin froh zu sehen, dass ihr seid zurück. Ach stimmt, ihr redet ja Russisch, ne? Hoheit. Also haben wir einen russischen Akzent. Das habe ich auch komplett wieder vergessen. So lange wie ich gelevelt habe. Der Zar sieht aus, als ob er etwas sagen möchte. Gut, alles gut bei dir? Wie kann das geschehen? Wohin ist die Stimme von Zar verschwunden? Ich trage Verantwortung. Diese Sache war öffentlich zu halten, geheim, aber wird schwerer wie jeden Tag. Ich weiß, vielleicht alter Starek weiß etwas darüber. Er lebt im Zimmer, nahe beim Hintergarten von Burg. Ach ja, da war ja, stimmt ja, da war ja eine verschlossene Tür, ne? Das war von wo wir runtergesprungen sind, ne? Wir können jetzt auch hier rein. Das ist cool. Können wir uns auch mal Geld holen. 30 Gold. Hier gibt es nichts Besonderes zu sehen. Das ist in der Tat krass. Die königlichen Gemächer. Durchsuchen wir mal die Schränke von unseren werten Papa. Können wir hier was lesen? Das wäre lustig. Ein Tagebuch? Nee. Aber Hauptsache Bett mitten im Raum, ne? Na gut. Springen wir hier runter. So, wie war das jetzt hier? Irgendwo konnten wir runterspringen, ne? Oh, da liegt was. 50 Goldmünzen. Geschenkt? Einfach so? Das ist ja mal cool. Ah, okay, ja, hier war das. Okay, können wir da rein? Bücherregale. Die Bücher sehen alle ziemlich langweilig aus. Bevor wir mit dem alten Mann reden, holen wir uns erstmal einen Chimärenflug. Was wir eigentlich nicht brauchen, denn wir können durch den Teleportationszauber. Ich wollte eigentlich nicht raus. Ich wollte hier die Krüge zerstören. Was kriegen wir einen Magiesamen? Da wissen wir gleich, wer das bekommt. Gepäck. Ich habe genau, ihr seht ja, was ich als er gekauft habe. Magiesamen benutzen für den guten Borgia. Ja, einmal hier. Schöne Magie. Du hattest noch einen Flickheitssamen, ne? Ja. Das war das, was ich vergessen hatte. Benutzen. Alina einfach. So. Ansonsten war es das, ne? Ah, ihr seht ja meine Items. Gut. Stimme von Zar Stefan ist weg, aber das ist schrecklich. Oh, das ist Untergang unseres Landes. Verzeiht mir, ich habe mich hinreißen lassen. Ich denke darüber nach. Leo Spatzki hatte auch Probleme mit Stimme. Früher einmal. Jetzt seine Stimme ist schönst im ganzen Land. Vielleicht er weiß etwas. Leo Spatzki, bin mir sicher, dass wir den Namen schon mal gehört haben. Wo war das? War das der Typ auf dem Dach bei der Kirche? Ich habe irgendwie sowas im Blut. Der da oben? Den da meine ich. Ich glaube, der hieß doch so, ne? Leo Spatzki oder so. Hallo? Ja, ich bin Leo Spatzki, das ist richtig. Ihr wollt wissen, warum ich habe so wundervolle Stimme? Ganz einfach. Aus dem Grund, dass ich trinke Elfenmedizin namens Vogelsangnektar. Ich habe viele Jahre zuvor gefunden, bei Besuch im Gramland vom Wüstenbazar. Im Gramland Wüstenbazar? Waren wir hier eigentlich hier schon oben? Das ist die andere Frage. Nee. Aber wir sollen dann zum Wüstenbazar. Gut, wir haben noch... Chimärenflügel benutzen wir mal. Dann gehen wir zum Wüstenbazar. So, Alina schleudert Chimärenflügel hoch in die Luft. Hui! Nice gemacht. Na gut, dann gehen wir mal rein. Und dann fragen wir mal nach Wüstenbazar. Warst du die?
Vogelsangnektar? Sicher, hab davon gehört. Hatte sogar früher mal was von dem Zeug in meinem Laden. Ich schätze, ihr könnt welche in den Turm im Westen finden, wo es angeblich Elfen gibt. Aber ich möchte, mich sehen die in der Gegend nicht so schnell wieder. Zu viele Monster für meinen Geschmack. Im Westen! Alles klar, wir gehen einmal kurz und machen schön irgendwo. Okay, warte, war hier eine Kirche? Ich glaube, wir können hier gar nicht speichern, ne? Ja gut, das ist auch egal, wir haben ja eh nichts erreicht. Bis jetzt. Ja. Dann gehen wir ja nach Westen. Das ist der Turm, okay. Vogelsangnektar brauchen wir, um die Stimme unseres Vaters wiederzuholen. Eieiei. Wir können ja auch einmal rumgehen. Haben mehrere Türen und auch Gegner, wie zum Beispiel die neue Giftechse. Die ist aber zu perplex, um sich zu rühren. Gut, dann testen wir mal aus, wie stark wir sind. Wir greifen einfach mal an. Genau, wir haben jetzt auch Knack gelernt. Schlitzt mehrere Pfeile mit scharfen Eiszapfen auf. Lohnt sich nicht. Haben wir Boing gelernt. Bildet einen Schutzwall, der alle Zauber abwehrt. Das Problem ist halt bei Boing, auch wenn wir uns mit Magie heilen, blockt das, wird das abgeblockt. Also, naja, da haben wir noch Gehen und, ja, das kennen wir alles. Greifen wir an. Wir sind auch ordentlich stark, ne? Guck mal, das geht so. Das geht gut durch. Huch, da ist ein Typ. Wo? Den habe ich gar nicht gesehen. Ich würde gerne mit ihm reden. Mit dem würde ich aber gerne reden. Fliegerich und Necker. Okay. Na gut. Dann mach mal Knack. Sehen wir das auch mal. Oh, ein Crit 69. Ein Schaden, ihr könnt gar nichts. Ich habe alles gekauft, was ich kaufen konnte. Ich habe mich umsonst gelevelt hier. Yes! Also, so langsam macht es sich hier, ne? Wow. Hallo, wer bist du? Ach, Mist, Mann, die Tür ist zu. So komme ich nie zur Spitze hoch. Da kommt man schon von so weit her, um die berühmten Elfen zu sehen. Und das kann ich ja wohl knicken. Hä? Was ich tue, wenn ich eine Elfe sehe? Na, also wenn euch das was angehe. ich möchte gar nicht wissen, was du machst, wenn du eine Elfe siehst. Ich würde auch gerne eine Elfe sehen. Ich würde auch so einiges mit ihr anstellen. Allerdings, weiß ich nicht. Elfen sind ja keine Feen. Feen sind ja klein. Elfen sind ja Menschen groß. Ich weiß nicht, warum sollte ich eine Elfe anders behandeln als jetzt zum Beispiel, als ein Mensch. Für mich sind das fast alles das Gleiche. So. Haben spitze Ohren, ne? Wo sind wir hier gelandet? Willkommen in unsere Herbergebüde reisen. Ein Nomad kostet 18 Goldmünzen. Wollt ihr überrascht an? Nee. Ich sag dir jederzeit willkommen. Das ist ja cool, dass wir hier sogar schlafen dürfen. Umgeben von Monstern. Ach ja, war ja abgeschlossen. Wir haben ja den Schlüssel, ich Idiot. Gut, gehen wir mal hier hoch. Oh Gott, das sieht nach was aus hier. Ich habe da im Augenwinkel eine kleine Schatztruhe gefunden. Wie viel kostet eigentlich Knack? 5. Na gut, wir haben 80, das. Damit kommen wir hier gut durch. Einfach Knack zaubern und alle weg, oder? Das wäre ziemlich nice. Aber die sind halt selber relativ schnell. Aber ich mag immer noch die Animation. Ja, ich mag die total. Ich finde die total schick, die Animation. Oh, yes. Schade, dass Bordland relativ langsam ist, ne? Aber es ist ziemlich cool. So. Da können wir gar nicht woanders lang, ne? Geht ja nur hier hoch. Oh. 2 Schatztruhen. Einmal 1200 Goldmünzen. Wow. Und ein Stärkesamen. Ja. Wollte ich auch gerade benutzen. Gepäck, Alena. Benutzen wir hier den Stärkesamen. Wo ist er denn? Da. Benutzen. Für dich. Okay, also ist hier Sackgasse schon mal. Dann. Da gibt es auch noch safe noch einen anderen Weg hier. Oh, Klubscher. Die sind auch neu. Komm, greif einfach an. Knack. Aber man kann nur eine Gruppe von Gegnern angreifen, nicht einfach alle, ne? Das wäre halt schade. Das wäre halt das was. Das fehlt mir. Halt so ein Alle-Angriff. AOE, nicht immer nur 2 davon. Oder eine kleinere Gruppe. Okay. Ja, dann machst du einfach mal einen Knirsch. Alena kann nämlich nicht angreifen, die ist starr vor Schreck. Das macht nicht so viel Schaden. Wirklich?
So, komm jetzt. Danke. Ja, lange gedauert. Na, wir haben hier noch mehr Ausgänge. Oh, das sieht ja... Die sieht ja schick aus. Cool, cool. Ah, noch ein Pteranodon. Hier gibt es ja eine große Menge an verschiedenen Gegnern. Das ist krass. Halten aber alle nicht viel aus, ne? Aber gut, ich habe auch nicht umsonst gelevelt. So. Irgendwie mag ich den Turm hier. Da geht's auch wieder hoch. Ey, die kennen wir aber schon. Die sind auch hier im Vertreten. Ja gut, dann sag ich mal nichts, ne? Dass die hier auch sind, Kräte. Oh wow, 77. Und knack. Und das war's. Guck mal, wenn das so schnell geht, brauche ich den mal rausschneiden. Das ist ja keine große Kunst dann. So. Wo geht's überall lang? Ah, hier kann man runterfallen, ne? Ich will nicht runterfallen. Was bist du denn? Medikopter? Was? Ich erkenne gar nicht, was das sein soll. Ist das ein Drache? Knirsch? Feuerball? Ja, das ist ein Drache oder so. Das sieht merkwürdig aus. Der Medikopter. Na, nicht runterfallen. Oh. Komm ich da rum? Ich muss da rum. Ich muss da rum. Tut mir leid, Leute. Ich muss da die Schatztruhe haben. Sichelschlitzer. Ey, hier hört es ja nicht auf mit neuen Gegnern. Ich sollte die Magie jetzt nicht mehr verschwenden, so wirklich, weil... So langsam geht das auch in die MP-Punkte, ne? MP. Aber hier leider wirklich... Ja, kommt auch noch viel davon. Na gut. Dann wisst ihr ja Bescheid. Ganze 4 Stück davon. Okay, wenn jetzt alle noch Feuerbälle einsetzen, dann ist das halt schon belastend. Ja, das könnte anstrengend sein. Knack, 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 knack. Wird nicht davon betroffen? Come on. Ja, danach muss ich mich hier heilen. Ja, danach muss ich mich heilen. Alles klar, alles klar. Ja, ich hab's kapiert. Kill-Crap an, danke. Aber es bringt gut Geld. Wow, das bringt wirklich eine Menge Geld. So, Magie, Kirill, du kannst doch heilen, ne? Heilen einmal bitte. Heil mal überall rüber. So. Ah, ich weiß, es gibt auch die im Menü eine Gruppenheilung, ne? Ich weiß. Ich habe nur Angst, dass sie dann Items verschwenden. Ah, super. Dafür hat sich ja der Weg gelohnt, ne? Dafür hat sich ja mega gelohnt. So. Da und Sackgasse. Gut, da wissen wir ja, wo wir lang müssen. Dann wissen wir ja jetzt. Ist nun wirklich keine Kunst, dass jetzt... Aber ich habe Angst, bei solchen Türmen runterzufallen. Das ist meine größte Sorge. Vor allem, wenn die so brüchig sind. Aber hier, guck mal, hier haben wir 3 Sichelschlitz auf einmal. Das gefällt mir. Dann haben wir schon Knackzauber. Die haben auch ein lustiges Design, finde ich. Die sehen wirklich lustig aus. Und greifen sie auch so lustig an. Mit ihrem Kopf. Quasi. Greifen mit ihrem Kopf an. Oh nein, jetzt holen die auch noch mehr dazu. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Danke. Ja, es bringt gut Geld. So. Ja, ob irgendwo noch ein Schatz ist? Nee. Das ist der einzige Weg nach oben. Gut. Dann sind wir bei den Elfen. Hallo, schöne Elfen. Ah, Menschen! Schnell, Sala, wir gehen heim. Schon gut, Hopp, ich komme. Oh nein, ich habe den Nektar fallen lassen. Lass das doch jetzt. Los, beeil dich. Und tschüss. Alina sucht den Boden ab. Ein Glück. Vogelsang-Nektar. Dip, 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 dip. Jo. Alina erhält der Vogelsang-Nektar. Damit können wir jetzt wieder zurück, ne? Damit können wir jetzt zurück. Können wir uns von hier aus teleportieren? Das ist halt die Frage. Hier, Hintertür, ne? Wir müssen ja hier raus. Und tschüss. Und von hier aus können wir ja teleportieren. Wir haben ja nicht mit Magie. Wir haben ja hier genug
Chimärenflügel und so ein Dreck. Benutzen wir die lieber. Lass am Oscar zurück. Wir müssen unseren Vater heilen. Ich hoffe, er ist uns denn nicht böse. Weil wir abgehauen sind. Hallo? Ich bin froh, zu sehen, dass ihr seid zurück, Hoheit. Danke. Lass mich durch jetzt. Oh Gott, Steuerung, ich möchte gerne wieder spielen. Guten Tag. Der Zahlseher aber etwas sagen möchte. Muss ich das benutzen? Vogelsang-Nektar benutzen. Ich habe Angst, dass ich selber saufe. Oh, ja, meine Stimme ist wieder da. Ihr wart große Hilfe, ich bin wirklich sehr dankbar. Vor meinem Problem hatte ich furchterregenden Traum. Vor meinem Problem, okay? Ein riesiges Monster kletterte aus Unterwelt und zerstörte alles. Erst ich beschloss, diesen Traum zu halten geheim. Und dann ich träumte ihn wieder und wieder und machte mir große Sorgen. Ich erzählte meinem Kanzler und sofort meine Stimme verstumpfte. Vielleicht das heißt, etwas Schlimmes wird geschehen? Alina, ich werde dich nicht weiter aufhalten. Ich gestatte, dass du reist durch Welt und siehst mit eigenen Augen. Borja, Kirill, ich verlasse mich auf euch, dass ihr aufpasst auf meine Tochter. Ja, geil. Ich bin sehr leicht, dass Zar Stepper wieder in Ole auf... Ist wieder wohl auf, aber ich mache mir Sorgen wegen der Trümme, von denen er spricht. Ja. Pass gut auf deine Reise auf, die steht bevor. Ich werde noch ein wenig nachdenken über meinen Traum. Ich glaube, ich hatte noch einen anderen Traum zur gleichen Zeit wie Furchterflüssende. Aber ich erinnere mich nicht. Er hatte noch einen anderen Traum. Aber erinnert sich nicht. Gut, ich weiß zum Glück, wohin müssen. Ja. Das ist halt die Sache. Ich wüsste jetzt nicht, wenn wir nicht offscreen gelevelt hätte, hätte ich es nicht gesehen. Dementsprechend. Benutzen wir nochmal kurz, einen Chimärenflügel. Und gehen nochmal zum Wüstenbazar. Und. Gehen erstmal nochmal ins Inn. Ja, das ist eine Sache, die wir machen sollten. Dann sind wir voll geheilt. Ja, willkommen in Herbergemüdereise. Warte noch, kostet 18 Gold. Müsst ihr einen Rast machen? Yes! Ich würde sehr gerne hier rasten. Danke. Guten Morgen. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Ja, haben wir. Und zwar, während meiner Level-Session hier vor der Tür bin ich ein bisschen umhergereist. Und habe gesehen, dass da unten, hier irgendwo da, genau, dieses Teil ist. Damit können wir auf die andere Seite. Und wir müssen auf die andere Seite. Machen wir auch. Ich glaube, hier hätten wir uns vorher nicht durchgelassen, ne? Seine Hoheit schickt Boten zu erstatten Bericht. Euch ist der Durchmarsch gewährt. Siehste, das freut mich. Ist hier sonst irgendwas Cooles? Das sieht nicht nach irgendwas Cooles aus hier. Na egal, gehen wir rein. Ein Portal. Um auf die andere Seite zu gelangen. Ja, interessant. Wo sind wir hier? Hier können wir auch schlafen. Wer bist du? Es soll hier irgendwo ein neues Teleportal geben, das nach Maestral führt. Junge, das Ding, das ist 10 Meter neben dir. Haben wir irgendwas, was sich hier lohnt zu klauen? Dies ist das Königreich Endor. Die Burg liegt ein Stück südöstlich von hier. Wir reden wieder ohne Dialekt hier. Gut, gehen wir mal gucken, wo wir hier sind. Südöstlich, sagt ihr. Ich finde es nice, dass man die Karte so aufdeckt, ne? So nach und nach. Das fand ich schon immer richtig gut in Videospielen. Das hat mir schon immer sehr gefallen. Immer nach und da sind wir. Okay, da. Die hätte ich gerne früher mal gesehen. Na, war so klar. Die geben so viel Erfahrung. Also wenn ihr levelt, dann solltet ihr die auf jeden Fall aufklatschen. Ihr macht zwar nicht viel Schaden bei denen, aber ey, das ist eine Sache. Endor sind wir hier. Willkommen in der Stadt Endor. Willkommen im Rüstungsland. Kann ich euch helfen? Kaufen? Okay, Eisenschild ist für Kirill schon mal besser. Oh yes. Kirill. Ja. Gut, dann rüsten wir uns erstmal um, ne? Besser ist. Eisenschürze. Hat anscheinend keine besondere Eigenschaft. Warum soll man eine Eisenschürze kaufen, wenn wir es nicht ausrüsten können? Das macht doch absolut keinen Sinn. Eisenrüstung. Ist auch für Kirill. Ja, gut. Dann Kirill, hier bitte. Einmal eine Eisenrüstung, ja. Bronzeharnisch? Ne, Kettenpanzer? Das war's. Ach so kann man mehr kaufen. Ich sehe es jetzt, wenn man nach rechts drückt, kauft man mehr. Okay. Ja, gut, dass ich das jetzt herausgefunden habe. Kirill hat zwei Sachen, die wir nicht mehr brauchen. Beispielsweise das Schuppenschild. Genau.
Ja. Vielen Dank. Möchtest du noch mehr etwas verkaufen? Kirill hat noch was. Zum Beispiel den Bronzeharnisch. Den brauchen wir auch nicht mehr. 500 Tacken? Habe ich lange für gefarmt, du. Nein, Quatsch. Ich habe irgendwie eh trainiert, habe ich das Geld sowieso bekommen. Wir kommen in der Stadt Endor. Achso, mit dir haben wir schon geredet. Was haben wir hier für ein Gebäude? Gucken wir uns erstmal hier um. Okay. Da geht's wieder raus anscheinend. Steht ein bisschen leer hier, ne? Kann das sein? Wie bitte? Der Laden unten ist geschlossen? Ja, nun, ich werde ja nicht jünger. Wenn es nach mir ginge, würde ich verkaufen und irgendwo hinziehen, wo es schön ist. Aber ich werde wohl kaum jemanden finden, der hier ein Geschäft übernehmen will. Wie bitte? Ihr wollt meinen Laden kaufen, aber ihr seid doch gar keine Kaufleute. Ihr wüsstet doch gar nicht, wie man sowas anfängt. Es tut mir leid, aber so ist das nun mal. Ein Seinrobe. Zwischen Seiten eines Büchers steckt ein Brief. Alena liest ihn. Und wie geht's dir, Vater? Ich hoffe, du machst den Laden bald zu und ziehst endlich bei uns ein. Du bist ja schließlich nicht mehr der Jüngste. Da solltest du wirklich nicht immer allein sein. Bis bald. Alles Liebe. Deine Mona. Oh, nett. Endor. Gut, ins Inn können wir auch mal kurz mal rein. Da ist auch eine Kneipe hier. Ja. Mist, schon wieder verloren. Was sage ich jetzt mein Muttchen? Ich weiß nicht, dass du vielleicht mal auf eigenen Beinen stehen solltest. Das wäre mal eine Idee. Statt dir dazu einfach dein Geld zu versaufen. Guten Tag. Guten Tag, fühlt euch mit 1000 und trinkt ein Gläschen oder drei. Ja, warum nicht gleich eine ganze Flasche? Ne? Ich wollte gerade sagen, da ist nichts drin, 16 Goldmünzen. Wir haben hier mehrere. Geh erstmal hoch. Das ist wahrscheinlich die Schlafräume, ne? Ja. Guten Tag, wer bist du? Warte, schon unten im Casino? Ach, ein Casino? Ich habe heute schon wieder ein schönes Sümmchen gewonnen. Nicht schlecht, was? Das ist sehr interessant. Ein Casino? Oh, ich freue mich auf die Musik. Ich bin von weit her gereist, um die starken Krieger zu sehen, wie sie ihre Kräfte miteinander messen. Wollt ihr mein Lied für den Sieg hören? Mit einer eisernen Klaue in der Rechten gewinnt ihr den Kampf mit links. Mit einer eisernen Klaue in der Rechten? Gut, merke ich mir. Oh, Royal Straight Flush. Ich mag den Song. Hallo, willkommen im Casino. Das Casino akzeptiert nur Jetons als Zahlungsmittel. Ihr könnt sie bei den Mädchen an den Schalter da drüben kaufen. Echt, wie teuer sind die denn? Willkommen an Jetons Herausschalter. Ihr habt im Augenblick 0 Jetons, Alina. Ein Casino-Jeton kostet 10 Goldmünzen. Wie viele möchtet ihr kaufen? 10 Stück holen wir uns mal. Ja. Ja. Vielen Dank, Münzclub wird euch sehen. Wir gucken uns erstmal nur um. Ich will jetzt nicht hier irgendwie nicht alles verzocken, ne? Oh nein, ich habe alles, was ich heute gewonnen habe, wieder aus dem Fenster rausgeschmissen. Wie viel ihr auch gewinnt, ihr könnt eure Jetons nicht gegen Geld eintauschen. Also hört auf meinen Rat und gebt nicht mehr aus, als ihr euch leisten könnt und spielt nur mit dem, was ihr übrig habt. Ist klar. Na, wie läuft's? Schon was gewonnen? Immer. Nicht schlecht, bei einer Glücksträhne darf man nicht ängstlich sein. Packt das Glück bei den Hörnern. Ja, ich weiß nicht. Bin ich so der Fan von... In echt bin ich kein Fan von Casinos. Ich gehe wirklich nicht gerne in Casinos. Ich war im Casino, ja, aber ich gehe da nicht rein. Heute ist einfach nicht mein Glückstag. Willkommen in der Monster-Arena, wo Monster von nah und fern zusammenkämpfen und zusammenkommen, um ihre Kräfte zu messen. Könnt ihr vorher sagen, wer gewinnen wird? Dann lasst eure Geldbörse sprechen und heimst monströse Preise ein. Ich würde sagen, Stierstar. Ein. Gut, gucken wir mal. Gucken wir uns mal an. Einfach mal gucken. Ein Pestpilz, ein Stierstar und Pestpilz. Und die kämpfen jetzt gegeneinander. Ich hab auf den mittleren gewettet, ne? Ja, das ist auf jeden Fall ziemlich cool hier. Wir haben eine Monster-Arena. Na komm, bitte nicht in den... Na, ist klar, als ob die Pilze stärker sind als dieser Kopf. Na, man kann nicht immer gewinnen. Den ist Kampf ja klar. Möchtest du noch weitere Wetten abschließen? Nee, danke, ich habe genug gesehen. Oh, Mann. Oh, yes. Spielautomat, willst du noch eine Runde spielen? Ja, wir spielen eine Runde. Benutze das Steuerkreuz, um Jetons einzuwerfen und drücke den Arc, damit sich Räder dreht. Drücke Bicker. Ich glaube, heutzutage würde... Oh. Es gibt... Wir ziehen mal... Komm, wir machen mal voll. Viel Jetons einmal rein. Es gibt einen Grund, warum das in heutigen Pokémon-Spielen nicht mehr drin ist, ne? Pech gehabt. Willst du noch einmal probieren? Nein. Ich habe es nur doppelt oder nichts versucht. Und jetzt habe ich 16 statt 8 Jetons. Ich habe eine Glückssträhne. Wow. Willkommen am Pokertisch. Wollt ihr euer Glück mal versuchen? Komm, spielt eine Runde oder zwei. Ja, klar, warum nicht? Wie viel wollt ihr riskieren? Ihr könnt bis 10 Jetons einsetzen. Ich will 1 Jeton. Okay, wer sieht? Royal Stream
Oh ne, Royal Schleim Flush, Royal Straight Flush, Fünfling, Straight Flush, Vierling, Full House, Flush, Flush, Straße, Drilling und zwei Paare. Legt fest, welche Karte ihr behalten wollt und wählt dann geben. Die würde ich gern behalten. Ja, du kannst weg. Und das Schild geben. So. Ah, das war doch ihr Dings hier. Oh Gott, ich hab keine Ahnung. Ihr habt einen Jeton gewonnen. Wenn ihr die nächste Hand gewinnt, steigt der Einsatz auf 2. Seid ihr bereit für eine Runde 2? Doppelt oder nichts? Ja. Versucht, unter den vier verdeckten liegenden Karten eine zu ziehen, die höher ist als diese. Das ist halt jetzt komplett Glückssache, Leute. Das ist eine 3. Und, ja, ich will das aber hier. 10! Direkt das Höchste. Okay. Jetzt, Leute, es geht ab, ne? Ich komme in den Strudel. Wenn ihr nichts angehört, steigt Einsatz 4. Ja. Einmal mache ich's noch. Höher. Ah, jetzt geht's los. 9, okay, gut. Ich weiß nicht, ob König oder Königin stärker ist, halt, höher ist als die 5. Nein. Ihr habt 4 Jetons gewonnen. Nein, ich nehme keine Lust, noch mal eine Runde Poker zu spielen. Hier kann man so viel Zeit verschwenden. Sobald ihr jede Menge Jetons gewonnen habt, könntet ihr einen Tausch oder rechts gegen Preise eintauschen. Was habt ihr denn zu vertauschen? 8 Jetons mögen sie... Ja, zeig mal her. Okay, what the... 65.000 Jetons. Dieses blitzschnelle Schwert kann zweimal pro Runde zuschlagen. Verdoppelte Flinkheit, wow. Eventuell mache ich es mal offscreen. Eventuell mache ich hier mal offscreen einfach mal Glücksspiel. Aber nee, ich jetzt nicht. Also wir gucken uns erstmal noch in der Stadt um. Ich finde sowas nice in Videospielen. In Videospielen ja, aber in echt nicht. Aber hier im Videospielen mag ich sowas eigentlich recht gerne. Ah, ihr wisst vielleicht nicht, aber zurzeit findet in Bock das Turnier von Endor statt. Okay, das Turnier. Sind wir hier richtig? Wache stehen ist nicht so einfach, wie es aussieht, wisst ihr? Da freue ich mich auf einen kühlen Schluck oder zwei heute Abend. Okay, da ist eine Tür. Darf ich da vielleicht mal hin? Ja, wir gucken uns diesen Partner hier noch die Stadt an und dann machen wir nächsten Part das Turnier, ne? Ach, die Tür ist verschlossen. So ein Mist aber auch. Wir brauchen einen roten Schlüssel. Also einen Schlüssel für rote Türen. Schade. Warte mal, ich habe da irgendwo, da oben ist ein Brunnen. Da. Das sieht man immer auf dem zweiten Bildschirm. Aber hier ist nichts. Den ich in der Stadt meistens ausblende, weil... Ich weiß nicht, das stört ein bisschen, finde ich. Im Video. Wurden sie denn nichts nutziger VOPS ist auch wieder verschwunden? Also wirklich. Ich weiß es nicht. Kann ich dir nicht sagen. Was ist das für ein Gebäude? Einfach sagen, ich komme doch rein. Meine Familie ist sehr wohlhabend. Ja, das geht schon seit Generationen so. Diese junge Dame des Hauses ist total merkwürdig. Die tut anscheinend nie was anderes, als in den Himmel zu starren. Okay. Hallo, ich würde gerne die Krüge zerstören. In diesem reichen Haus, wo nichts drin ist. Und Fässer. Ich fasse es nicht. Da sind 40 Goldmünzen drin. Wow. Dann gehen wir mal hoch. Guck mal, was da ist. Bücherregale. Ein vom Langweiler zum Herzensbrecher in 7 Tagen. Okay. Das ist sehr interessant. Warum konnte ich das nicht lesen? Schade. Das hätte mir geholfen. Seid ihr auch wegen des Turniers von Endor hier? Ich mache mir schon seit einer Woche darüber Gedanken. Es muss einen Grund haben, warum König Norbert hier unbedingt so viele starke Kämpfer versammeln will. Ich weiß es nicht. König Norbert. Guten Tag. Seht euch schon diese Wolken an. Warum ziehen die bloß so schnell nach Westen? Eventuell kommen wir später drauf. Ich weiß es noch nicht. Also jetzt aktuell, weiß ich, kann ich dir die Frage nicht beantworten. So leid es mir tut. Gut, hier können wir neue Waffen kaufen. Ein Gegengiftkraut, wow. Die Leute kommen von weit her, um das Turnier von Endor zu sehen. Gut, da ist eine Kirche, glaube ich. Ist das eine Kirche? Ja, das ist eine Kirche, ne? Gucken wir jetzt nochmal bei den Waffen. Kaufen. Apacus der Astrea, 1600. Das können wir gar nicht, das bringt halt niemanden was. Heilige Lanze, ausgerüstet, Eisenland, brauchen wir nicht, Giftmord, Mensa, oh, das ist auch Schwachsinn. Nee. Also, bei allen besten Willen, du verkaufst nur Schrott. Die Leute kommen weit her. Ach, ja. Ist hier hinten noch was? Das war der Hinterausgang, ne? Gut. Dann gehen wir in die Kirche rein und werden noch einmal schön einen wegsemmeln. Guten Tag. Getreue Dienerin der Göttin, wie kann unsere Kirche euch behilflich sein? Ich würde gerne einmal speichern, ja. Würde mir gestatten, euer Wirken in ein Abenteuertagebuch zu verzeichnen? Ja.
Einmal hier bitte rein. Danke. Das Fall muss ich Miko überschreiben. Wünsche dir, sie fortfahre, mein Kind. Ja, das wäre sie. Ich wäre dem sehr verbunden. Ja, ich würde mein Abenteuer jetzt gerne fortsetzen. Allerdings nicht den Part, Leute. Nicht den Part, den setze ich nicht fort jetzt. Das ist jetzt vorbei. Im nächsten Part werden wir uns darum kümmern, dass wir die Arena zerstören, oder? Ah, ihr wisst vielleicht nicht, aber zur Zeit findet in der Burg das Turnier von Endor statt, hat sie mit männlicher Stimme gesagt. Das wissen wir, haben wir mitgekriegt. Dafür sind wir auch hier. Wir gehen im nächsten Part zur Burg, werden da die Arena bändigen und dann geht's wahrscheinlich schon bald ins nächste Kapitel. Ich weiß es nicht, wir werden sehen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like, Kommentar da und abonniert, damit ihr nichts verpasst und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.